Temperaturen liegen im Normalbereich. Pathfinder. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Mehrmals gehabt oder warum konnte ich das nicht zerstören? Oh. Manches kann ich kaputt machen, manches ist irgendwie kaputtresistent. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Die Temperatur. Pistolenverschluss 3. Temperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Okay, Computerkonsole. In dem Kess hergestellte Konsole. Sicherheit keine. Eingabemodi, Audio, Taktil. Eine Kit-Computerkonsole zur Steuerung verschiedener Operationen im Gebiet. Aber kann man nicht speichern. Datenpack. Ich muss mich kurz fassen. Die Cat haben unsere Ausrüstung gestohlen, aber dieses Datengerät haben sie übersehen. Das Interface ist unpraktisch, aber es muss reichen. Sie haben uns in Erosk erwischt. Wir sind länger geblieben, als es ratsam war, weil wir gehofft haben, es würde anderen eine Chance geben. Als du gegangen bist, hast du mir gesagt, ich solle nicht tun, wobei ich mir wehtun könnte. Aber als der Alarm kam, konnte ich nicht in dieses Shuttle steigen. Ich hätte nicht mit dem Wissen leben können, dass ich mehr hätte tun können. Das wäre ein noch schlimmerer Schmerz gewesen. Also habe ich getan, was du gesagt hast, aber nicht ganz so,
wie du es gemeint hast. Es tut mir leid, dass ich dir das antue. Pass auf dich auf, mein Herz, und möge die Sterne immer hell für dich strahlen. Lebenserhaltung ist wieder online. Ich werde diese Kek umbringen! War das nicht eine weibliche? Wo meinst du eine männliche Stimme? Terminal. Mal gucken. Update von Präfekt Vault. Ergebene. Unser Versuch, die widerwärtige ankarnische KI aus ihrem gefrorenen Stadt herauszuholen, sind nicht im Zeitplan. Der Archon weist immer wieder darauf hin, dass sie gefangen werden muss, nicht vernichtet. Wir brauchen mehr Sklaven. Die Häufigkeit der Überfälle wird erhöht. Das ist alles. Häftlingsgruppe 6019. Quelle. Aufgegriffen beim Überfall auf die Siedlung Erosk. Körperliche Analyse abgeschlossen. Genetische Analyse abgeschlossen. Zusammenfassung 3 Erwählte. Zusätzlicher Kommentar. Zivile Gruppe. Ein Soldat. Die verbleibenden 6 wurden auf verschiedene Anlagen verteilt, um dort bei unseren Bemühungen zu helfen. Häftlingsgruppe 6025. Quelle. Aufgegriffen beim Hinterhalt. Körperliche Analyse abgeschlossen. Genetische Analyse abgeschlossen. Zusammenfassung 0 Erwählte. Zusätzliche Kommentare. Gescheiterte Gruppe von 5. Alle Widerstandssoldaten. Erwartungen nicht erfüllt. Häftlingsgruppe 6028. Quelle. Aufgegriffen beim gescheiterten Angriff des Widerstands auf Operationszentrale. Körperliche Analyse abgeschlossen. Genetische Analyse nicht abgeschlossen. Zusammenfassung. Erwartete Daten. Zusätzliche Kommentare. Gruppe von 5. Widerstandssoldaten. Unnachgiebig. Sehr vielversprechend. Okay, die wählen also die Leute irgendwie nach was aus und sortieren die dann so ein bisschen. Sind einige zu höherem bestimmt. Was ist das? Weiß ich nicht, oder? Rückstoß. War schon Rückstoß. Ich registriere einen Temperaturabfall. Ups. Speichern? Immer noch nicht. Deaktivieren Sie die Barriere! Ich muss hier raus! Freiheit! Ich registriere. Deaktivieren Sie die Barriere! Schnell! Sie nicht durch! Schiff. Klingt fast so. Ich sehe nichts. Gerade rechtzeitig. Ich hätte uns höchstens noch einen Tag gegeben, hauptsächlich wegen Iranas Beschimpfung. Verstehen Sie, was ich meine? Wir schulden Ihnen was. Wie haben Sie uns überhaupt gefunden?
Ihr Neffe Skiot hat alles versucht, damit sie gerettet werden. Guter Junge. Er hat Potenzial, Nils. Das sagtest du bereits. Der Widerstand muss informiert werden. Wir kehren so schnell wie möglich zur Basis zurück. Was ist mit dem Datenlaufwerk? Wir müssen es Baxel übergeben, damit sie mit der Analyse beginnen kann. Interessant. Anscheinend brauchen wir unsere Retterin für mehr als eine Rettung. Könnten Sie dieses Laufwerk nach Techix bringen? Wenn wir zusammenarbeiten, verschwenden wir keine Zeit. Was ist auf dem Laufwerk drauf? Ein Code der Cat, den wir bei dem Versuch, in ihre Einsatzzentrale einzudringen, gestohlen haben. Die Cat haben nie erkannt, wie viel wir aus ihrem Netzwerk heruntergeladen haben. Ich erledige das so bald wie möglich. Perfekt. Sie finden Baxil in ihrer Werkstatt. Hoffentlich sehen wir uns wieder, unter besseren Umständen. Das hier ist bedeutend. Die Befreiung wichtiger Widerstandsagenten und die Sicherstellung von Informationen, die sie den Cat gestohlen hatten. Sie haben viele Zweifel an ihnen ausgeräumt, Ryder. Selbst Ephra muss jetzt von ihren Absichten überzeugt sein. Was ist mit dem Datenlaufwerk, das uns Nilsch anvertraut hat? Guter Punkt. Wenn Sie es vorziehen, könnten Sie jetzt auch nach Techix gehen und später mit Ephra reden. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Ich muss dieses Datenlaufwerk nach Techix bringen. Mit Ephra kann ich mich später befassen. Ich dachte mir schon, dass Sie das sagen würden. Na schön. Wir sprechen mit Ephra, sobald Sie Ihre Aufgaben hier erledigt haben. Genau. Gib mir mal der Störung nach. Ich registriere einen Temperaturabfall. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Wir verschwinden in Kürze von hier. Lebenserhaltung ist stabil. Achtung, Reliktstätte voraus. Oh, da vorne. Aktiviertes Scan-Division und vorhandene Schäden erschweren die Einschätzung der Fähigkeit. Die Abzugsektoren lässt darauf schließen, dass von einem Aufprall seiner operativen Versagen aufgrund der Umwelteinflüsse gekommen ist. Okay. Speicher scheint die Karte mit dem Netzwerk von B nicht haben wäre. Was auch immer. Angriff schnell nach vorne geschossen werden. Komm. Wenn ihre Kupplung nicht beschädigt ist, löst der Radius selber einen Schaden aus. Ich sehe flippend aus! Ja.
da vorne. Das sieht wie ein Konstrukt der Cat aus. Ja, wenn ich mit Lebensmittel. Lassen oder was? Na, Level aufgestiegen. Genau. Dieser Interferenz sieht aus wie ein Meteorit. Die Interferenz wird durch EM-Strahlung verursacht, die er emittiert. Ich orte... Orten kannst du später. Wütende Adi stürmen auf uns zu. Ah.
Gefahr, dass der Meteorit abgibt, könnte die Adi anlocken, so wie Anfälle von Raserei auslösen. Wie schalten wir es ab? Vielleicht verrät uns das ein Scan, Pathfinder. Pathfinder, ich kann Ihr Universalwerkzeug so modifizieren, dass das Signal gedämpft wird. Eisen und unbekanntes Material. Es scheint sich hierbei um die Überreste eines auf Wort eingeschlagenen Meteoriten zu handeln. Es gibt eine seltsame Energie ab, die jede Kommunikation stört und die Aggressivität nahe Wildtiere zu steigern scheint. Adi, dieses Geschöpf ähnelt einem übergroßen Hund und wird vom Gesetzlosen darauf gerichtet, auf Feinde zuzustürmen. Diese Adi scheinen richtig wütend zu sein. Adi verhalten sich normalerweise nicht so. Etwas muss sie wütend gemacht haben. Wir befinden uns in der Nähe der Signalquelle. Vielleicht löst die Frequenz ihre aus. Ich schlage vor, Sie bringen ihn zur Analyse auf den Nexus. Er könnte uns mehr über die Geißel verraten. Das denke ich auch. Er stört die Kommunikation, treibt Tiere in den Wahnsinn. Das alles können wir nicht ignorieren. Wir müssen ihn untersuchen. Hoffen wir, dass die Kommunikationsprobleme der Wissenschaftler in Hijara damit gelöst sind. Die Lebenserhaltung hat ein kritisches Niveau erreicht. Bringen Sie sich bitte in Sicherheit. So, Sicherheitsnummer. Oh, was haben wir denn hier? Interessanter Ort. Weil ich wieder keine Lebenserhaltung habe. Das ist doch so beschissen mit dem Lebenserhaltungsding. Das haben sie irgendwie nur eingebaut, damit man künftig irgendwo von rechts nach links kommen muss. Wo sind denn jetzt hier Cat auf einmal? Kann ich auch nicht campen, weil ich keine Lebenserhaltung habe. Oh, diese Lebenserhaltung ist einfach nur sinnloses. Wir fahren extra quer durch die Karte machen. Ich will die ganzen Relikte weg.
einscannen. Das Datenpack abgeben. Schlachtfelder auf Void. Das ist eigentlich mal zum Händler. Kann ich die Dinger nicht schnell reisen?